Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3. Blooded Wine heißt es, glaube ich, mit Paxis. Ich mache jetzt das dritte Mal den Start dieser Aufnahme, weil ich habe halt wieder seit Monaten nicht aufgenommen. Es ist keine Übertreibung, wirklich seit Monaten nicht aufgenommen. Und habe nicht mal mehr die Anmoderation richtig hinbekommen. Ich bin nackt, weil es so warm ist. Das heißt, ich habe auch nicht mehr wirklich viele Folgen. Das heißt, wenn ihr diese Folge hier seht, dann habe ich die gar nicht so viele Tage vorher wahrscheinlich aufgenommen, nämlich in dieser Hitzeperiode, die ihr vielleicht alle kennt hier in Deutschland. Wir haben jetzt 29,3 Grad im Zimmer, deswegen ja komplett halt nackt jetzt hier, weil, ne, sonst halte ich es nicht aus. So. Ich habe einfach, erstens brauche ich wieder neue Folgen, zweitens habe ich mega Bock zu zocken und drittens habe ich überhaupt keine Ahnung, wo ich gerade bin oder was ich jetzt vorhabe zu machen, weil, wie gesagt, ich habe wirklich jetzt seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und ich weiß einfach gerade überhaupt gar nicht, was ich machen will. Ah! Auftrag Rinderwahlen. Klettere auf den Hügel, um die Schleimlinge zu erreichen. Ah! Das ist, glaube ich, der Auftrag gewesen, wo die Kühe... Ach, die Grafik. Wenn man so lange nicht gespielt hat, dann verliebt man sich einfach, ich zumindest, immer wieder in diese Grafik. Ist unglaublich. Wobei ich sagen muss, dass man mittlerweile, oder dass mir halt mittlerweile schon so ein bisschen... das Gras auffällt, dieses 2D-Gras. Aber wie gesagt, ich habe schon mal drüber geredet. Es ist halt einfach so unsinnig, das mit rein zu, also das zu 3D skalieren oder wie auch immer programmieren, weil es würde so viel Rechnerleistung fressen, das macht, was ist, das ergibt keinen Sinn. Deswegen kein Hate oder sowas. Der Berg, die Sonne, die Vögel da hinten. Love it. Egal, das müsste dieser Auftrag sein, wo wir, ich guck mal kurz mein Inventar rein, damit ich wieder reinkomme. Ist das jetzt auch die besten Waffen, die ich hatte? Ja, ne? Passt alles. Nicht, dass ich mit irgendwelchen Schrott rumrenne. Das ist dieser Auftrag, wo diese Kuh runtergefallen war und alles. Müsste noch eine Nebenquest sein. Wir haben ja gar nicht mehr so viele Nebenquests. Und ich würde sagen, habe ich das da schon gelesen? Ruinen von Fort Usar. Burg Usar gehört zu jener Reihe von Festungen, die während der Regentschaft Herzog Zapfbarts des Zeschers erreicht wurden. Leider zeige sich, dass seine Baumeister der Flasche nicht weniger zugetan waren als er selbst. Dies hatte schwere Baufehler am Fundament zur Folge. Die schlampig gesetzten Steine konnten das Gewicht der Burgmauern nicht tragen und die Burg stürzte ein. Viele Jahre später wurde aus den Ruinen ein kleines Fort als Unterkunft für die Ritter errichtet, welche die Hauptstraße beschützten. Heute liegt dieses Fort jedoch verlassen. Okay. Ein Fragezeichen ist da auch direkt, das heißt, könnt ihr das Positive mit dem... wie? Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden oder so? Oh Gott, mal gucken, ob ich den ersten Kampf jetzt direkt wieder schön verkacke. Ich speichere nochmal. Oh, das sind ja mehrere. Oh, das sind ja... Mami hat dir also geholfen. Ach, es ist ein kleiner und ein großer. Oh Gott. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe noch nie gegen zwei von den Dingern gekämpft. Aber der Schleimling ist schon verletzt, der eine. Das ist, glaube ich, das Weibchen. Au, 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 au. Also die Mutter. Fuck. Ich habe zum Beispiel gar nicht darauf geachtet, dass ich... quasi nichts, also keine Schwalbe mehr habe. Aber wir haben noch zwei überlegene Absude, haben noch ein bisschen Essen. Ich denke, das schaffen wir auch so. Er hat jetzt gar nicht so viel Schaden gemacht, obwohl sie mich getroffen hat. Und unsere Energie ist auch gleich wieder voll. Au, 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 übertreibe jetzt mal nicht. Ich habe gerade gesagt, das wird auch so schaffen. Toll, jetzt haben wir noch einen Absud. Komm her. Das muss das zerstörte Fort sein, das Lafargue erwähnt. Ich sollte mich umsehen. Schatzsuche. Ah, hier gibt's noch Großmeister irgendwas Ding. Das werden wir natürlich auch direkt mal angehen. Och, jetzt halt doch mal ruhig. Wir machen eigentlich auch ganz gut Schaden, aber ich habe keinen Bock zu sterben. Deswegen heile ich mich mal, habe jetzt nichts mehr zum Heilen. Ich hoffe mal, es ist jetzt passend. Er soll es trotzdem noch schaffen, aber hat ja auch nicht mehr so viel Energie. Hälfte noch. Weniger als die Hälfte, besser gesagt. Auch der hat die ganze Zeit so einen scheiß Feuer im Mund, ey. Gegen beide gleichzeitig. Wollte ich eigentlich nicht kämpfen. Aber Schleimling ist auch gleich tot. Hallo, oh, jetzt haltet doch mal ruhig. Scheiße, scheiße. Ziehen wir mal kurz zurück, weil... ich hab keinen Bock.
zu sterben. So, Energie ist fast wieder voll. Das sollten wir eigentlich schaffen. Komm her. Müsst schon mal runterkommen, ne? Aus der Luft ist ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt keinen Bock hier mit Armbrust zu schießen. Wobei, das können wir eigentlich... Was? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe gefühlt keine Energie mehr. Ach ja, einmal werde ich doch wiederbelebt, oder? Einmal müsste ich doch wiederbelebt werden. Oh, und hier noch einer. Aber einmal müsste ich doch echt wiederbelebt werden, oder? Irre ich mich? Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Das ist ein Panda, verdammt! Lass mich doch bitte erstmal kurz alle in Ruhe. Wie komme ich denn hier nochmal rein, dass ich meine Armbrust wählen kann? Scheiße. Wo mache ich denn das? Jetzt habe ich meine Fackel rausgeholt. Bin ich komplett dumm? Ich habe es vergessen. Ah, Tabulator. Ich bin auch dumm, ey. So. Können jetzt auch einfach mal eine Runde meditieren und, ne? Aber eigentlich will ich den Kampf jetzt so ganz cool zu Ende machen. Und dann meditieren, weil es ist wieder eh gleich Nacht. Dann können wir nämlich direkt... Können wir nämlich direkt bis zum nächsten Morgen meditieren. Jetzt müssen wir wieder abhauen, weil wir eigentlich keine Energie mehr haben. Wir werden jetzt unser ganzes Essen hier verschwenden. Das ist wirklich ein typischer Kampf, wie man ihn sieht, wenn man monatelang nicht gespielt hat. Aber es kann auch einfach sein. Ach du verdammte Scheiße nochmal. Es kann auch einfach sein, dass die wirklich gut sind und verdammt viel Schaden machen. Aber ich habe das blöde Gefühl, dass ich einfach schlecht bin. Mann, es lädt das wieder so lang. Ach Mann, warum war ich so arrogant? Ich hätte einfach nur, weil ich bei dem Panther dann war, da hätte ich einfach nur, als wir wieder aus dem Kampf raus waren, ein Stündchen meditieren, die blöden Dinger auffüllen, Bingo Bongo, Schnick Schnack Schnuck und weiter geht's. Jetzt muss ich den Kampf nochmal machen. Also, wahrscheinlich stelle ich mich ein bisschen dumm an, aber ich glaube, die machen auch verdammt viel Schaden und es ist sehr schwer, wenn die ihren Feuerball abschießen, im richtigen Moment abzuspringen, dass man halt den quasi dodged und keinen Schaden bekommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Oh, Mami hat dir also geholfen. Toll, dass ich mitten im Kampf aufwache. Das ist geil. Ich kann also jetzt nicht einfach meditieren. Naja, wir haben jetzt zwei Absurde. Vielleicht, wenn ich jetzt ein bisschen schlauer damit umgehe. Hier kommt mal einer her, oder? Oh, fuck. Sag mir das, was du herkommst. Ey! Schön, wie wir eine Stunde brauchen, den scheiß Bolzen zu laden. Das hat man immer an einer ganz guten Stelle, am guten Schaden gemacht. Ist fast tot und er blutet, glaube ich. Also ich denke mal, dass es Blutungsschaden ist. Die kämpfen echt nicht schlecht, die Biester, ey. Na also, da ist die Mama tot. Tut mir echt leid, aber... Jetzt noch der verwundete Schleimling und alles ist gut. Hat er gerade seine eigene Mutter nochmal verbrannt, ich glaube. Vor allem, die sind total underlevelt eigentlich, ne? 37, die sind schon grau. Die treffen einfach nicht. Komm, du bist... Deine Mutter ist eh tot. Komm, oh, du willst eh nicht mehr weiterleben, oder? Also, läuft, Freunde, läuft. Loot. So, höchste Zeit, eine Trophäe einzusammeln. Looten und leveln. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbrennen. Ach, die armen Monstermagen. Dali. Schleimling-Trophäe, Monstermagen. Looten und leveln. Wobei, leveln ist ja eigentlich nicht mehr so krass angesagt bei Witcher 3 Blood and Wine, weil es gibt nicht mehr wirklich viel zu leveln. Ich glaube, wir kriegen halt Energie, oder? Wenn wir höheres Level haben, automatisch mehr. Looten und leveln!
Okay, neues Schwert. Dali. Das hier ist es, ne? Plus 60, Silberschwert. Ach so, aber das andere Silberschwert hat ja diesen Bonus, oder? Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen. Schaden wird um je nach erhöht, wenn ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet werden, die Ladungen zugunsten eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens verbraucht. Aber plus 60 und dass man irgendwas noch machen muss und dann halt noch Boni drauf. Ich glaube, das können wir. Müssen wir nehmen, oder? Plus 60. 150 Rüstungsdurchbohren. Die ganzen Boni hat ja das andere Schwert auch nicht. 20, okay, das ist egal, aber kritischer Trefferbonus 50%, kritische Trefferchance 10%. 10% Chance auf Vergiften, sehr geil. Und dreifach gesockelt. Also sorry, Boys, aber und Girls. Ah, das müssen wir anlegen, es geht nicht anders. Looten und leveln. Wir müssen es natürlich auch reparieren. Anfänger. 81%, aber hat dadurch immer noch, also hat nur 81% jetzt das Dali, aber es hat noch keine Mali drauf. Wir gucken direkt mal, ob irgendwas anderes von uns Mali hat. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Das ist blöd. Es wird immer angezeigt, dass man auf irgendwelche Ausrüstungsgegenstände Mali hat, wie jetzt hier zum Beispiel minus 23 Rüstung, wenn das halt schon richtig, richtig derb weit unten ist, der Haltbarkeitszustand. Aber wir haben ja noch ein paar. Moment, wer war das jetzt? Der, ne? Genau. Wir haben ja noch ein paar Rüstungsdinger. Und jetzt müsste alles wieder passen. Sehr schön. War das jetzt eigentlich? Nee, ne? War nicht. Hä? Hatten wir nicht noch eine Waffe? Ach ja, das hier war's. Die Stahlwaffe. Warum habe ich denn da Geralts Schild jetzt genommen? Weil es so viel besser ist, oder was? Ich glaube, ne? Weil eigentlich habe ich ja schon Bock. Moment mal. Ich kapiere das gerade nicht so richtig. Moment. Also egal. Zuerst müssen wir mal das Silberschwert hier sockeln, denke ich. Aber nee, ich muss einfach das hier. Also, das wäre. Lass mich mal kurz nachdenken. Relikt 4 von 6. So, 5 von 6. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität bei jedem getragenen Z-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Ach so, ja, das war gar nicht so krass. Man regeneriert einfach nur prozentual Leben, aber das ist halt, ja, ist 1% mehr, das lohnt sich halt nicht. Das heißt, hier geht es einfach nur darum, was ist wirklich besser. Und das Techa-Mutna-Stahlschwert hat erstmal einen insgesamt schwächeren Schaden. Rüstungsdurchbohrung ist gleich, 50% kritischer Bonus. Bei Techa-Mutna ist es 25% mehr. Kritische Trefferchance ist gleich, 15% Chance auf Bluten, 15% Chance auf Betäuben. Das ist gar nicht so schlecht und dreifach gesockelt. Aber wir haben halt auch das andere schon geil gesockelt. Es ist schwer, das ist echt schwer. Es wird aber, das Problem ist, wenn wir das jetzt nehmen würden, also das behalten würden, das Techamutna-Stahlschwert, das würde wahrscheinlich dann irgendwann bald sowieso verschwinden, weil es ist ja jetzt schon schwächer als Geralts Schild. Und es ist immer erstmal geil, dass wir eine eigene Waffe haben. Geralt von Rivas Schild, das ist erstmal das Geile, deswegen wollte ich glaube ich auch spielen. Und das heißt, das nächste, was dann noch ein Tick stärker ist als das, als Geralt von Rivas Schild, wird dann spätestens sowieso das Techa-Mutna-Stahlschwert ersetzen. Und dann haben wir es halt dreimal umsonst gesockelt oder müssen es wieder entfernen oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich würde es halt nehmen, wenn wir wirklich das komplett voll bekommen würden, das Set, weil ich gehe mal davon aus, dass wir dann noch einen größeren Bonus bekommen. Solange lasse ich, glaube ich, erstmal Geralts Schild, weil es ist unser Schild. So. Aber das Silberschwert hier müssen wir jetzt trotzdem sockeln. Hier nochmal, dass es zieht. Okay, sehr schön. Gut, jetzt brauchen wir einen. Angriffskraft. Haben wir noch irgendwas richtig Geiles? 5% Chance, aber betäuben haben wir viermal. Also wir könnten betäuben extrem übertreiben. Oder wir machen einfrieren. Einfrieren, betäuben, taumeln. Rüstungsersporung ist egal. Ich glaube, dann nehme ich einfach jetzt Betäuben. Oder haben wir 15% Chance auf Betäuben? Das ist doch nicht schlecht. Dann hat man noch. Wo war denn das? Hier.
Nee. Doch. Achso, ja, die neue Trophäe wird automatisch ausgewählt. Schleimling-Trophäe, 10% verstümmeln. Was haben wir hier? Ja, ist genau das gleiche. Okay, dann behalten wir halt das. Die Schleimling-Trophäe, weil sie die neueste ist. Was soll's? Hol deine Belohnung für das Lüften des Kuhrätsels ab. Zerstöre das Nest und die Schleimling-Eier. Das machen wir natürlich. Wäre nicht dumm. Was sind wir jetzt plötzlich hier? Hä, waren wir nicht gerade eben noch da unten? Egal. Looten und leveln. Muss mir das Lied nochmal reinziehen, wenn ich die Folge beendet habe. Brauchen wir wahrscheinlich Igni. Das könnte hin. Oh, und unten drunter ist dieses Fragezeichen nicht hier oben drauf, sehe ich gerade. Da ist ein Eingang. Da müssen wir wahrscheinlich sowieso rein, wenn wir jetzt. Also entweder da. Ah, da ist ein Ort der Macht. Alles Bingo. Oder hier oben. Also irgendwo muss ja noch die Schatzsuche sein. Und wie gesagt, wenn ich eh in der Nähe von so einer Schatzsuche bin, dann mache ich die auch. Bisher war es halt einfach. Essen, das ist sehr gut. Wir haben gerade viel verbraucht. Und ja, ich weiß, dass wir noch regenerieren müssen. Also schlafen, also meditieren für mehr Tränke. Aber das wollte ich erst machen, wenn ich das hier durchsucht habe. So ein bisschen Zeitmanagement und. Du weißt, was ich meine. Da ist es doch schon! Ach nee, Quatsch. Färbemittel für orange Rüstung, sorry. Ich hab mich verguckt. Ich dachte, das wäre das Ding, das wir da gebraucht haben. Kann, also, ich weiß nicht, entweder ist es hier oben, es kann natürlich auch sein, dass es da unten mit. Ah, da ist was. Hallo? Ja, das ist es. Bericht von Hauptmann August Firabras. Der Hexer, den ich einbestellt habe, ist am 12. September in Usa eingetroffen. Er hat einen vorzüglichen Eindruck gemacht. Ich hatte einen kaltblütigen Mörder erwartet und fand mich nun jemanden gegenüber, den man leicht für einen ganz normalen Mann halten könnte. Abgesehen höchstens von seinem umfangreichen Wissen über Monster, den beiden Schwertern auf seinen Rücken und dem Greifenkoppel der Jungen auf seiner Brust. Jerome, so hieß er, stellte mir viele Fragen über die Kreatur, die bei der Burg Montcrane gesehen war. Montcrane, wahrscheinlich anders ausgesprochen, egal. Oh mein Gott! Ich habe mich verschluckt. Aus meinen Antworten schloss er, dass das fragliche Monster ein Waldschrat sein muss. Bei unserer nächsten Konversation drückte der Hexer sein Erstaunen über die Höhe der Belohnung sowie über den Umstand aus, dass er bezahlt werden sollte, bevor er auch nur in Toussaint einträfe. Ich hatte Zuneigung zu ihm gefasst und wollte aufrichtig mit ihm sein. Trotz meines Schwurs enthüllte ich, dass die Bezahlung vollständig von einem gewissen Moreux stamme, einem Magier, der beschlossen hatte, sich auf diese Art bei unserer Gemeinschaft für ein warmes Willkommen zu bedanken. Als Jerome den Namen des Magiers hörte, wurde er bleich, dann bekam er einen Wutanfall. Er schrie und ich zitiere: Diesem alten Bastard werde ich's geigen. Dann rannte er zu den Ställen, schwang sich auf sein Pferd und ritt davon, dabei den Großteil seiner Habseligkeiten zurücklassend. Er wurde auf der Straße nach Montcrane gesehen, verschwand dann aber einfach von der Bildfläche. Meister Moreux behauptete, den Hexer niemals gesehen zu haben. Ach, das war der Typ, der dann. Klar, das war der Typ, wo wir in diesem blöden Labor waren, wo wir die Überreste von dem Hexer gefunden haben, der quasi. Ja, gequält und gefoltert wurde, weil der Typ irgendwie, dieser Moreux, wollte halt unbedingt der wollte, glaube ich, die Hexergene von seinem Sohn rückgängig machen oder sowas. Und dann sind wir selber da rein und haben uns jetzt total extra mutiert, irgendwie sowas. Was wohl bei Mokran passiert ist? Hallo, wir waren doch schon da. Geralt, stell dich bitte nicht so dumm. Wir waren schon da. Okay, das haben wir abgeschlossen, das heißt, wir gehen jetzt noch schnell runter. Naja, haben wir ja schon gemacht, schön. Jetzt gehen wir noch schnell runter in die. In die Höhle, um den Ort der Macht zu finden und. Dann. Ach du Scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist viel höher als ich gedacht habe. Und dann würde ich sagen. Holen wir uns unsere Belohnung ab. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh Gott, ein Ort der Macht. Ich habe noch nie erlebt. Und dann bekommen wir wieder einen Skillpunkt, den wir eh nicht brauchen. Gott, wie lange wir gebraucht haben für dieses eine blöde Scheißquest, ey. Weil ich so blöd zum Spielen bin. Aber gut, ich werde mal noch eine Folge aufnehmen, damit ich nicht komplett wieder rauskomme. Oh nein. Was für eine Folge. Ich habe bitte gespeichert nach
nachdem ich die umgebracht habe, wahrscheinlich wird es eh automatisch gespeichert, nachdem ich die umgebracht habe, naja, können wir hier auch direkt einen Cut machen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten peinlich, peinlich, Paxis. Bis zum nächsten Mal.